Der Coronavirus hat in den letzten 18 Monaten unser aller Leben verändert. Gerade Kinder und Jugendliche gehören zu den Verlierern der Pandemie. Bewegungsmangel, Langeweile und Isolation haben gerade in diesem Lebensabschnitt oft gravierende Folgen. Ja, wir wollen natürlich den Kindern helfen, die durchaus ein Verlierer der Pandemie waren. Wir wollen aber auch unsere Message nach draußen senden und sagen, es gibt eine neue Spielphilosophie für die Kinder und wir wollen natürlich viele Menschen animieren, zusammen im Ehrenamt für unsere Kinder Gutes zu tun. In einem gemeinsamen und deutschlandweit einzigartigen Volunteering-Projekt wollen Siemens und der FCN Kinder wieder zum Rennen, Toben und Spielen animieren und zugleich einen Beitrag zur Förderung von Bewegung, Diversität und Inklusion leisten. Einer der Hauptorganisatoren der tollen Aktion ist Marian Tukaric, sportlicher Leiter der Fußballschule und des ersten FC Ninjo-Projekts. Heute war schon ein intensives Tag. Wir haben über die Leistungsdiagnostik Vormittag in Theorie ein bisschen besprochen und dann die Thema war danach Scouting auch in einer Stunde, was die Scout achten, wie soll sich Kinder weiterzuentwickeln, was sollen wir messen in verschiedenen Jahrgangsstufen, was steht im Prinzip im Hintergrund. So war schon viel Informationen vor dem. Und dann Nachmittag Dieter Hecking, Special Guest, hat auch super gut gemacht. Wir haben dann das, was haben wir in Theorie gemacht, dann reingebracht in die praktische Teil. In diesem Fall bei die Mitarbeiter hat sich kennengelernt mit dem Jojo-Test, was war im Prinzip sehr anstrengender Test, Ausdauertest, so war interessant. Und dann haben wir ein bisschen uns beschäftigt mit dem Funinho. Außen, also auf dem Platz, mit verschiedenen Begriffen und mit verschiedenen Schwerpunkten in Selbstsymphonie. Siemens und der erste FC Nürnberg schickten interessierte und engagierte Siemens-Mitarbeitende, die junge Teams in der Region trainieren, ins Trainingscamp, um sie in der Kinderfußballübungsform Funinho zu schulen. Mittendrin und ausnahmsweise wieder als Trainer auf dem Platz, FCN-Sportvorstand Dieter Hecking. Ja, ich war natürlich wahnsinnig nervös vor meinem ersten Training wieder. Nein, ich glaube, heute stand natürlich klar im Vordergrund die Aktion, die wir gemeinsam mit Siemens jetzt gestartet haben, die Ausbildung zum Funinho-Coach. Und ich muss sagen, ich habe die 12 jungen Männer, die sich hier bei uns die letzten Tage auf dem Gelände gezeigt haben, natürlich schon mal als ein oder mal wahrgenommen. Und jetzt nach den eineinviertel Stunden, die wir gerade auf dem Platz zusammen waren, total engagierte Trainer, ja, die wissensdurstig sind, die nachgefragt haben, die sich eingebracht haben. Und das wollen wir auch mit dieser Aktion bezwecken, dass wir an der Basis oder für die Basis Leute ausbilden, wenn man davon reden kann, von der Ausbildung, aber die einfach unser Wissen weitergeben in ihre kleinen Vereine. Die Mitarbeitenden wurden auf dem Trainingsgelände des 1. FC Nürnberg zur 1. FC Ninjo Coaches aus- und weitergebildet und durchliefen dazu einen einwöchigen Lehrgang am Sportpark Pfalzner Weiher. Große Begeisterung für die gemeinsame Kooperation war auch bei Kati von Kolreb Knott, Personalleiterin der Siemens AG in Erlangen, zu spüren. Also die Kooperation ist so entstanden, dass es ja zwei bekannte Riesen hier auch in der Region sind. Siemens der größte Arbeitgeber und der Club natürlich hier auch einen Namen hat. Und das haben wir am Anfang gedacht, dass wir das auch vereinen können und auch diese Macht letztendlich gut nutzen können, um was Gutes zu tun. Es ist für uns natürlich eine riesige Ehre, dass so ein Platzhirsch wie Siemens jetzt sich zum Club bekannt hat und mit dem Club gemeinsame Sache macht. Die Schnittmenge zwischen Siemens-Mitarbeitern und Clubfans und Clubmitgliedern ist natürlich riesig, aber dass diese Schnittmenge auch im gesellschaftlichen Engagement so groß ist, das hat mich selbst überrascht und dementsprechend ist es nur das tollste Resultat, dass wir zusammenarbeiten. Der Startschuss dieser Zusammenarbeit ist nun gefallen. Wir freuen uns über die tolle Kooperation und blicken gespannt in die Zukunft, wenn es weitere gemeinnützige Projekte zwischen Siemens und dem 1. FC Nürnberg gibt.